Es ist der 31. Mai 2021, der letzte Tag, an dem LG noch eigene Smartphones herstellt. Und mit diesem Handy ging alles zu Ende. Das LG Wing und der Name hier ist Programm. Wing heißt auf Deutsch Flügel und die bekommt das Gerät, wenn man es aufschiebt. Oder zu viel Red Bull füttert. Zwei Bildschirme, angeordnet wie ein großes T. Es scheint etwas unnötig, bis man dann beim Videoschauen einfach chatten kann oder beim Zocken die Minimap nicht stört. Und ich sag mal so, flexen kann man damit schon auch irgendwie. Es ist hochwertig verarbeitet, sieht schick aus und sogar die Frontkamera versteckt sich hinter dem Display und nicht darin in einem Loch. Aber dieses Handy hatte drei große Probleme. Erstens, die Software konnte einfach nicht mithalten. Es war viel zu bunt, zu verspielt und leider auch laggy. Das bringt uns auch zu Punkt 2. Die Performance da drin ist langsam. LG hatte hier nur einen Midrange-Prozessor verbaut. Und das alles für Punkt 3, den Preis. Für das Handy mit seiner speziellen Form wollte LG rund 1.100 Euro. Und für das Geld hat man woanders einfach was Schnelleres und Besseres bekommen. Wenn auch halt nicht mit diesem coolen Flügeleffekt.